Beim Curry Derby ist unser Tester Nelson Müller heute im Parkgrill in Gelsenkirchen. Der Parkgrill ist sozusagen der Schalke-Tempel unter den Pommesbuden. Alles blau-weiß, alles gepflastert mit Fotos von Gelsenkirchener Kultkickern. Hier wird gefachsimpelt und gegessen. Seit 36 Jahren futtern die Schalke-Fans hier ihren Revierteller und träumen dabei, na klar, von der Meisterschale. Ole, 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 ich bin im Parkgrill, ole. Mal schauen, ob ich danach auch noch so singen kann. Das werde ich jetzt mal testen. Moin. Hallo, moin. Ne? Komm rein. Hauptgesprächsthema hier, Currywurst Pommes Schalke. Im Parkgrill ist Dieter der Spielführer. Nach 36 Jahren flankt er jedoch jetzt so langsam auf seinen Sohn. Junior übernimmt den Laden, der für etliche Schalke-Fans zur Pommes Arena geworden ist. Ich bin der kleine Chef, ne? Aber... Nee, jetzt bist du der Chef. Ne? Jetzt, der Kleine. Ich bin jetzt die Hilfscroller. Jetzt musst du zusehen, wie er fertig wird. Ja. Nee, du kommst hier nicht weg. Aus dem Schalke-Tempel. Es wird fachgesimpelt ohne Ende. Also man und jeder hat einen anderen Tipp. Richtig. Jeder hat einen anderen Tipp. Also jeder hat auch, jeder hat auch Gründe Respekt, gefunden. Ne? Jeder hat Gründe gefunden, warum verloren wurde. Und jeder weiß es anders. Manche sagen, wenn die reinkommen, die denken, wir wären Fußball-Stammtisch. Ne? Alle reden durcheinander, aber das richtig was Spaß macht eigentlich. Auch ein bisschen stressig ist, aber das macht Spaß. So, jetzt ist hier die Frage, sponsert ihr Schalke oder werdet ihr von Schalke gesponsert? Die Frage ist gut. Und da Nelson auch ein Schalker Jung ist, klinken wir uns hier die nächste Stunde mal aus und kommen dann beim Wesentlichen wieder dazu, dem Futterangebot. Alle Pommesbuden-Klassiker, aber vor allem frisch gegrillte Hähnchen. Nelson ist im Schalker Schlemmerhimmel. Selbst die Hähnchen machen Spaß auf Schalke. Ein weiterer Tempo-Gegenstoß, diesmal durch die Mitte. Schaschlik liegt vorne. Also ich glaube, das ist fast der beste Schaschlik-Spieß, den ich bisher gegessen habe. Ist schön saftig. Nicht zu trocken, macht richtig Spaß. Für die frischen Bräuler und das bisher beste Schaschlik rollen die ersten drei Punkte. Hallo, Navis! Ja, schon fertig. Ja, das ist ja prima. Hat ja angerufen, dieser Schnelllebenbiss hier, ne? Ja, ja, normalerweise, ich rufe an und sage, mach mir ein Hähnchen fertig. Und wenn ich reinkomme, dann zeigt er schon, ja? Ich sage, ja, Hähnchen. Man bekommt in ganz Gelsenkirchen die leckerste Currywurst eben einfach hier. Okay. Es geht schnell, es schmeckt einfach gut und ist empfehlenswert. Vermutlich wegen des Sößchens. Das ist jetzt die berühmte Currysoße, oder? Das ist die Currysoße, ja, die so, die so gut läuft bei uns, ne? Okay. Also ist da gekauft, oder nicht? Nein, die wird frisch gemacht, ne? Also Grundsubstanz ist ein bisschen Ketchup, aber weniger. Ja. Dann wird er mit Wasser aufgefüllt und mit diesen Gewürzen hier, ne? Auch mit diesen Spezialgewürz, was... eigentlich keiner weiß, dass wir das da rein tun, ja. Ja, Soße gut, aber so richtig angesetzt ist sie nicht und deshalb hier nur zwei Punkte. Aber egal, denn am Ende zählt ja eh der Gesamtgeschmack beim Test. Gut, Wurst zuerst. Ist sehr lecker, schön weich. Ja. Ja, aber die ist sehr, sehr gut. Die ist schön, gut, ja. Gefällt ja. Mir. Mir gefällt auch dieses klassische... Ich schneide die ja noch mit der Schere, ne? Ja. Richtig? Pommes, ist das was Besonderes? Nee, einfach mal Pommes, ne? Oder? Normale Pommes. Gefroren, frisch? Nee, frisch. Frisch, ja. Schön bodenständig. Da ist jetzt, die Soße ist jetzt nicht total kreativ, aber einfach lecker. Ne? Ja. Einfach lecker, leckere Geschichte. Und lecker bringt immerhin 7 von 10 Wurststückchen in die Meisterschale, macht zusammen 12 Pokalpunkte für die Königsblauen. Wisst ihr, wo ich nach dem Spiel auf der Arena in Schalke chill? Whisky und Bier ist nicht so viel, denn ich befinde mich im Parkgrill. Ich hoffe, du fühlst genau wie ich, dass Schalke Meister wird irgendwann. Ein Hähnchen und dazu ein Schalke-Fähnchen und eine Currywurst. Du bist Currywurst. Und ich schau nicht dich an. Ja, also Schalke war schon mal richtig lecker. Da würde ich sagen, da testen wir doch nächste Woche einfach mal Dortmund. Also dann, tschüss, bis zur nächsten Folge und natürlich nicht in Dortmund.